Hallo zusammen und willkommen zu Cat Quest, dem Open World RPG mit Katzen. So, jetzt schauen wir mal, was es für neue Quests auf der Tafel gibt. Ah, Level 12, die Geister. Ich glaube, das machen wir noch nicht. Jetzt schaue ich nämlich hier runter, weil hier gibt es, glaube ich, auch noch Quests, die wahrscheinlich sehr niedriglevelig sind. Hier, Level 2 Quest. Die machen wir schnell mal. Der krummelige Bauer. Ich muss meine Mutter finden. Bitte hilf mir. Der Bauer muss seine Mutter sehr lieben. Wir sollten helfen. Da wäre ich auch grummelig, wenn meine Mutter entführt worden wäre. Bauer, wir sind zwei große Krieger, die hier sind, um dir zu helfen. Grrr. Meine Mutter ist vermisst. Ein Magier macht einen Suchzauber für mich. Doch dazu braucht er ein besonderes Metall. Und das ist draußen zu gefährlich für mich. Wo ist denn dieses Metall? Es ist an einem Ort, den ich markiert habe. Wir finden das Metall. Grummelkätzchen. Keine Sorge, liebes Grummelkätzchen. Wir sind in 0,nix wieder da. Was haben wir denn hier? Eine Level 3 Katzenmine? Wisst ihr was? Schauen wir kurz rein. Liegt auf dem Weg. Gehen wir kurz in die Level 3 Katzenmine. Sind wir bestimmt gleich wieder draußen. Ein Drache! Mit der neuen Magie können wir die so zerstümpeln. Das gefällt mir. Verbraucht halt die ganze Mana-Leiste jetzt. Aber dafür sind auch alle Gegner tot. Hey, und ein Schatz für uns. Ein Schätzchen. Was haben wir denn? Hey, ein Schätzchen für das Kätzchen. Die Waldläuferweste wurde verbessert. Schauen wir doch gleich mal, ob die was kann. Wir verlieren Rüstung, kriegen dafür Lebensenergie. Nein, ich mag Rüstung, ehrlich gesagt. Ich mag Rüstung. Rüstung kommt mir sehr nützlich vor. So, auf zum, was auch immer, Küsten, die Küstenhöhle. Er ist in der Höhle. Er wird sicher, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ach ja, die Mutter, oder? Es ist in der Höhle. Ach ja, das Metall. Jetzt kann ich mich erinnern. Es wird schwer werden, sie mit dem ganzen Monster darin zu durchsuchen. Räumen wir sie zuerst. Machen wir eine Level 2 Höhle. Bam. Ach so, kein Mana. Schade. Yeah. So mächtig. Ach, das macht Spaß. Ich mag es ja, wenn man ein bisschen übermächtig ist. Also nicht die ganze Zeit, das wird auch schnell langweilig. Aber ab und zu in solchen Spielen mal ein bisschen überpowered sein, das hat schon was. Das ist schon lustig. Die Waldläuferweste wurde noch weiter erhöht. Jetzt haben wir schon eine ziemlich gute Waldläuferweste, glaube ich, eigentlich. Kommt mal her. Yeah. Ach, schön. Sehr schön. Du findest einen seltsamen Metallhelm. Der sieht ein bisschen aus wie diese weiße Katze, vergraben im Schmutz. Okay, dieser unausheimlich sehende Helm, das muss es sein. Kann ich den aufsetzen? Nein, schade. Das wäre gut. Schade. Lauf, 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 wie eine Katze, wie eine Katze. Psst, hey du, komm mal her. Oh, niedliches Kätzchen. Ich sehe, du hilfst dieser verrückten Katze. Hä? Du meinst den grummeligen Bauern? Er hat zuvor immer davon gesprochen, Stimmen in seinem Kopf zu hören. Und dann hat er plötzlich mit diesem verrückten Grollen angefangen. Dieses Grollen ist nicht normal, hä? Egal, ich wollte dich einfach nur warnen. Bis dann. Aha, ich glaube, seine Mutter wurde gar nicht entführt und er braucht gar kein Metall, sondern dieser Machthelm ist ein mächtiges Artefakt, das nach ihm ruft und ihn verderben wird. Hier hast du den Helm. Wahrscheinlich wirst du jetzt ein Monster. Du hast ihn gefunden. Ja, das wird mir helfen. Oh, nicht mir. Ich meine, mir helfen, meine Mutter zu finden. Dieser Helm ist mächtig. Für einen Suchzauberspruch ist nicht so viel Macht nötig, weißt du? Das geht dich nichts an. Hier ist eine Belohnung.
Komm später wieder. Ich brauche wahrscheinlich noch mehr Hilfe. Oh, die Waldläufer-Kapuze. Die hatten wir noch gar nicht bis jetzt. Die hatten wir noch gar nicht. Die ist neu. Nein, mit Katzenwolle gewaschen. Okay, Level 3 Quest. Ah, das Katzenminze-Ritual. Habe ich nicht in der letzten oder vorletzten Folge noch gefragt, wann der erste Katzenminze-Witz kommt? Jetzt ist es schon soweit. Ich brauche deine Hilfe für ein Ritual, um meine Mutter zu finden. Grummelkätzchen ist zurück. Der Magier sagt, dass meine Mutter in einem Fluch gefangen ist. Wir müssen ein Katzenminze-Ritual durchführen, um ihn zu brechen. Wie ist deine Mutter nur in diesen Klamassel geraten? Hier ist etwas Katzenminze. Verteilt sie da drüben in diesen Büschen da. Ich stoß später zu euch. Die Büsche da? Nein, der Busch da oben. Okay. Aber erst... Hua, hua, ja, hua, hua. Hua, hua, hua. Very good. Komm mal her. Blitz. Blitz der Gerechtigkeit. Okay. Du verteilst Katzenminze um den Busch herum und dann wälzt du dich darin und fängst an zu schnurren und zu sabbern. Das macht zumindest unser Kater immer bei Katzenminze. Der letzte Rest Katzenminze wurde verteilt und jetzt kommt eine Kampfarena. Hervorragend. Und jetzt tritt in die Mitte des Dreieckes. Oder so ähnlich. Bei den Götterkatzen. Wir müssen hier raus. Niemals. Doch? Nein? Cool. Was hat sich dieser Bauer nur dabei gedacht? Ich glaube, der wollte uns ganz viele Erfahrungspunkte und Geld geben. Hey, schau mal. Der Ritualkreis wurde durchbrochen. So, danke für das ganze Loot, lieber grummeliger Katzenkerl. Das war gefährlich. Dafür geht's dir an die Schnurrhaare, Bauer. Ich wusste nicht, dass das passieren würde. Ehrlich. Ich hänge später eine weitere Benachrichtigung auf. Hier ist erstmal deine Belohnung. Waldläuferweste, Stufe 8. Oh, nicht schlecht. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich schon? Für 5000 können wir so eine große Goldkiste öffnen, oder? Ob wir das noch erleben werden? Kriege ich eigentlich einen Set-Bonus? Wahrscheinlich nicht. Leider. Das wäre gut. Aber das ist die Waldläufer-Axt. Wenn, dann müsste ich Waldläufer-Axt, Waldläufer-Ding, Waldläufer-Bums anziehen. Aber nö. Ich bleibe lieber bei Rüstungswert plus Supermagie. Finde ich gut. So, mal kurz pennen. Nacht die Nacht. Und dann machen wir mal die Questreihe weiter. Level 6, der Kreis. Los geht's. Ich bin bereit für den Kreis. Der Magier hat etwas Neues über meine Mutter herausgefunden. Bitte hilf mir. Ich glaube, du hast gar keine Mutter. Der Magier hat den nächsten Schritt in der Freiheitshelfung meiner Mutter herausgefunden. Ich habe es zu schnell weggeklickt und konnte es nicht lesen, sorry. Natürlich meine ich die Freiheit meiner Mutter. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ja, ich befreie hier gerade irgendeinen gefangenen alten Dämon, ist schon klar. Aber gut, machen wir. Du bist echt misstrauisch. Hat man dir das schon mal gesagt? Du bist echt misstrauisch. Triff mich draußen. Ich sag dir, was zu tun ist. Grrr. Wo ist denn draußen? Da ist draußen. Okay. Ich bin draußen. Wo bist du? Da. Stell dich da hin. Gut. Jetzt lauf dreimal im Uhrzeigersinn herum. Okay. Ach so. Ich verstehe. Und jetzt zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Was? Jetzt will er uns wohl reinlegen. Z-
So, zufrieden? Sehr. Schau, es funktioniert. Na, komm her. Um Katzen willen. Da ist dieser Kreis wieder. Oh, oh, ganz viele kleine Kreise. Komm nur her, ich habe keine Angst. Bereite dich vor. Ich bin bereit. Hallo? Jeden Moment. Ja, ich bin bereit. Kommt alle her. Echt jeden verfilzten Moment. Oder auch nicht. Ist es das? Fellknäuel. Wollklich. Siehste, diesmal gab's gar keine Monster. Grrr. Fällig fein. Das war's dann für heute, Bauer. Es gibt noch etwas mehr zu tun, Grau. Schau später nochmal an der Tafel vorbei. Hier ist eine Belohnung. Hey, die Level-Axt wurde upgegradet. Finde ich schon ziemlich gut. Aha, ich glaube, wir haben jetzt einen unsichtbaren Geisterdämon aus der Hölle befreit. Oh, Level 10. Jetzt wird's aber ernst. Freiheit für alle Fälle. 10.000 Erfahrungspunkte, aber kein Gold. Der Magier ist wieder auf mich zugekommen. Beeil dich, meine Mutter wartet. Ist deine Mutter ein Dämon? Das ist das letzte Mal, versprochen. Ihr müsst den Ort räumen, den ich markiert habe. Wenigstens drückst du dich diesmal klar aus. Okay, irgendwo hingehen und alles kaputt hauen. Das kann ich. Gleich da hinten, sehr schön. So, ab in die Höhle. Gut. Oh, ich hasse Fledermäuse. Aber ist schon okay. Kommt alle her. Kommt alle her zu mir. Die kommen irgendwie nicht her. Au, 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 au. Au, 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 au. Hey, Level 11. Und einen Schatz kriegen wir auch noch. Großartig. Waldläuferweste, Level 10. Dieses System von wegen, hey, okay, unsichtbarer Weg, das ist gut, aber erst gehen wir wieder hoch. Dieses System von wegen, wenn du das gleiche Ausrüstungsset mehrfach findest, Levels hoch, gefällt mir sehr gut. Oh, oh. Wie ein Fischstäbchen. Was ist los? Wir müssen jetzt hier raus. Nein, nein, wir müssen nicht raus. Wir müssen da unten noch den geheimen Pfad gehen. Wenn da schon ein geheimer Pfad ist. Wo war denn der gleich nochmal hier, oder? Oh yeah. Aber leider brauchen wir hier wieder einen Schlüssel. Oh, wie gemein. Dauernd diese Schlüssel. Warum habe ich die nicht? Ich will Schlüssel. Ich will die Schlüssel. So, was ist passiert? Was haben wir beschworen? Ah, wir haben jetzt drei Siegel gebrochen und jetzt passiert was Schlimmes. Wohin führt dieser Pfad? In die Mitte der drei gebrochenen Siegel. Da ist der Kreis wieder. Und der erste gebrochene. Und jetzt in der Mitte des Dreiecks, das entsteht dadurch, oder? Ja, ich hab's gewusst. Anders hinsetzen, Verzeihung. Wir haben ein grausames Monsterritual vorbereitet. Wart mal eine Minute, das ist der Helm von früher. Er ist weggegangen. Etwas passiert gerade. Ich bin frei! Warte, das ist... Er ist weg. Wir müssen den grummelnden Bauern finden. Jetzt! Bauer, erklär uns das. Wir haben einen Zauber gebrochen und etwas Mächtiges ist gekommen. Oder entkommen. Hä? Kenn ich dich? Du hast einen Zauber gebrochen? Ja, du hast uns gesagt, dass wir das tun sollen. Oh, miau.
Ich hatte in den letzten paar Tagen Gedächtnisaussetzer und ich höre immerzu diese grollende Stimme in meinem Kopf. Meinst du gerade, wir hatten die ganze Zeit nicht mit dir gesprochen? Bei meinen Schnurrhaaren, was habe ich getan? Wenn es wieder zu mir spricht, hänge ich eine Benachrichtigung aus. Ja, okay, alles klar. Dafür gibt es sehr viele Erfahrungspunkte, danke. Ich schätze mal, die nächste Quest ist jetzt zu hochlevelig. 15. I'll be back. Aber jetzt schlafen wir mal eine Runde. So, Morgan, ab in die Hauptstadt. Schauen wir mal, was es hier gibt. Level 12. Ein bisschen hoch, aber könnten wir machen. Gibt es bei Magier drüben eigentlich auch Quests? Nö, Quests gibt es hier nicht. Quest gibt es nicht. Okay, dann weiter. Dann schauen wir mal nochmal zur Schmiedin. Ob bei der, was bei der die nächste Quest von der Stufe her war. 20, auch ein bisschen hoch. Machen wir lieber Sachen in unserer Kragenweite. Hallo. Ach so, warte, der hat uns doch schon den Drachen markiert, ne? Au, das hat wehgetan. Mensch, hat das wehgetan. Warum hat das denn so irre wehgetan? Der hat uns beinahe gekillt. Ich habe super viel Schaden bekommen. Wow. Das ist verrückt. Hör, ist da oben ein geschlossener Magierladen oder so? Keine Ahnung. Level 8. Fleisch, 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 Fleisch. Welches dumme Kätzchen hat das denn geschrieben? Ich. Du hilfst uns doch, oder? Miau, sicherlich, räudiges Kätzchen. Ein Händler hat uns etwas fantastisches Fleisch verkauft, doch wir haben schon alles gefressen. Hilf uns, Fleisch zu finden, bitte. Wir brauchen das Fleisch, 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 wirklich. Verdammte Fellknäuel. Hä? Hä? Ha. Sie setzt zum Sprung an. Los, finde das Fleisch. Okay, dann finden wir das Fleisch, Fleisch, Fleisch. Habt ihr das Fleisch, Fleisch, Fleisch? Du nimmst Fleisch von den Monstern mit. Kann das Monsterfleisch bedenkenlos gefressen werden? Warte, hast du das gehört? Nein. Hurga, Fleisch! Stöhnen die so? Bereite dich. Beeil dich, wir brauchen mehr Fleisch. Okay. Zombies oder wie? Zombie-Katzen? Die schnurrenden Toten? Du nimmst mehr Fleisch mit. Wir müssen jetzt zurückgehen. Was, wenn sie dich fressen? Hier, nimm das Fleisch. Das riecht genauso wie das Fleisch vom Händler. Warum sind so viele von euch Fellknäulen hier? Du hast lange gebraucht. Wir überlegten, dich zu fressen. War nur ein Witz. Ein Witz. Vielen Dank. Nimm das hier. Oh, die Ritterrüstung ist jetzt Stufe 7. Und wir sind jetzt Stufe 12. Ausgezeichnet. Und die nächste Quest ist auch Stufe 12. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Mit 2 Ausrufezeichen und ohne Komma. Die werden hier echt zu den schnurrenden Toten. Wir haben sonnengedörrtes Fleisch gefressen. Jetzt brauchen wir Fleisch aus der Dunkelheit. Fleisch aus den Höhlen. Hol uns welches. Fleisch, 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 Fleisch. Wenn nicht, fressen wir dich. Fressen wir dich, fressen wir dich, fressen wir dich. Jetzt haben sie wohl vollkommen den Pfotstand verloren. Wir brauchen das Fleisch jetzt. Okay, aber Leute, das Fleisch holen wir dann morgen. Macht's gut, bis dann. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.